Tausende Zuschauer sind auch nur wegen Walter Röhrl nach Waidhofen an der Theier gekommen. Was der zweifache Ex-Weltmeister mit dem Audi Quattro S1 den Motorsportfreunden bietet, ist Fahrkunst in höchster Vollendung. Keiner beherrscht wie er auf schwierigstem Gelände das Auto. Selbst erfahrene Piloten haben schon auf der ersten Sonderprüfung arge Probleme. Glück für Wilfried Widner, dem österreichischen Staatsmeister 1985, bei dieser Situation. Später fällt der Tiroler wegen Schaden an der Kopfdichtung aus. Ausgefallen sind am Nachmittag auch Sepp Haider, Georg Fischer und Andy Karasek. Glück hat hier der Kameramann. Großartig Franz Wittmann. Mit 155 PS im Golf GTI liegt er derzeit an vierter Stelle. Warum aber kam Walter Röhrl nach Österreich? Wir probieren hier das erste Mal ein neues Automatikgetriebe, das von Porsche entwickelt wurde. Und die wollen also Erfahrungswerte sammeln für nächstes Jahr bereits. Und da war die Semperit erstmal sehr nah zum Werk gelegen. Zweitens ist es eben hier von der Strecke sehr kompakt, dass man in einem Tag alles besichtigen konnte. Und darum haben wir uns entschlossen, hierher zu kommen. Und ich bin auch, muss sagen, ganz glücklich drüber, weil eben die ganzen Voraussetzungen genau richtig sind für den Test hier. Sensationell auch Rudolf Stohl. 9 Sekunden Rückstand auf Gabi Husar ist er mit dem Audi 80 derzeit Sechster. Der Langstreckenspezialist zählt also auch bei Sprintrallys zu den Schnellsten. Hinter Walter Röhrl ist der Kärntner Heinz Klausner mit dem Lancia Rally mit 8 Minuten Rückstand Zweiter, weil der Schwede Palmqvist nach einem Überschlag auf den 8. Platz zurückfiel. Dritter ist Alois Pfeiffer mit seinem Opel Manta 400. Zwischen ihm und der 5. Gabi Husar auf Porsche 911 fällt die Entscheidung um den Vizestaatsmeistertitel. Zwischen ihr und Pfeiffer ist Wittmann 4. und führt in der Gruppe A. Morgen wird die Rallye um 9 Uhr fortgesetzt. Rund 50.000 Zuschauer kamen am zweiten Tag zu dieser Motorsportveranstaltung, die mit 96 Teilnehmern, darunter 52 Teams aus dem Ausland, der bestbesetzte Staatsmeisterschaftslauf des Jahres wurde. Dennoch konnten sich die Österreicher klar durchsetzen, denn der deutsche Doppelweltmeister Walter Röhrl ist überall auf der Welt überlegene Spitzenklasse. Über die PS-Anzahl seines Audi Quattro S1 gibt aber auch er keine klare Auskunft. Wenn einer viel Geld hat. Wenn er mal so viel Geld hat, dann weiß man nicht mehr, wie viel das er hat. Man sagt, es ist genug. Und so ist er auch. Es wird wahrscheinlich jenseits von 500 sein. Und zu der Gruppe A Weltmeisterschaft, das ist dasjenige, was ich seit 5 Jahren prophezei. Wir im Rallye-Sport müssen versucht sein, seriennah zu bleiben. Und da ist natürlich die Gruppe A momentan noch das einzige Aushängeschild, wo man wirklich ruhigen Gewissens sagen können, wir Motorsportler machen sehr viel, was man auf die Serie übertragen kann. Und da finde ich die Gruppe A Weltmeisterschaft unheimlich interessant. In der Gruppe A dominiert Franz Wittmann mit seinem Golf GTI nicht nur in Österreich. 2 Siege bei Weltmeisterschaftsläufen in Griechenland und Sanremo machten ihn heuer zur Nummer 1. Ein weiterer Sieg hier bei der Semperit Rallye war aber durch einen Mann gefährdet, der sonst als Langstreckenspezialist bekannt ist. Rudolf Stohl mit dem Audi 80 Quattro. Auf der Jagd nach Wittmann begeht er aber einen folgenschweren Fehler. Zu früh versucht er hier zu beschleunigen und bleibt mit der Bodenplatte hängen. Zeitverlust rund 50 Sekunden. Franz Wittmann, der laut Walter Röhrl die beste Linie aller Österreicher fährt, setzt die 160 PS seines Golfs ökonomisch ein, wirkt selten spektakulär, erzielt aber stets Spitzenzeiten auf schwierigsten Sonderprüfungen. Dem Finnen Tommy Palmqvist gelingt am heutigen Tag eine deutliche Rangverbesserung. Er belegt im Schlussklassement den 4. Rang mit dem Audi Quattro. Diesen Rang musste heute das Damenduo Gabriele Husar-Michaela Strecher abtreten. Damit fiel auch in der Staatsmeisterschaft die Entscheidung. Hinter Wilfried Widner wurde Alois Pfeiffer mit dem Manta 400 Zweiter, nachdem am frühen Nachmittag der Porsche von Gabi Husar aus der Wertung genommen werden musste. Jetzt auf der letzten Sonderprüfung, kurz vorm Ziel, das rechte Vorderrad weggebrochen und das bedeutet natürlich aus. Das heißt, die Chance auf einen Vize-Staatsmeistertitel ist damit vergeben, aber der 3. Platz ist ja auch schön, in der Staatsmeisterschaft vor so vielen Männern. Ja, es freut mich natürlich der 3. Platz, aber ich hätte es halt gerne probiert. Hinter Walter Röhrl verteidigt der Kärntner Heinz Klausner mit seinem Lancia Rally den 2. Gesamtrang mit viel Geschick vor Alois Pfeiffer.
Von den vielen Ausfällen profitiert auch ein ehemaliger Staatsmeister. Gerhard Kallnay wird mit seinem Skoda 130 LR Siebenter. Nach einigen Ausfällen wurden bei Christoph Dirtls Ford Escort RS Turbo alle Mängel beseitigt. Für seinen 9. Gesamtrang erhält er noch 2 Meisterschaftspunkte. Der Kampf um den Sieg in der Gruppe A wird erst auf der letzten Sonderprüfung entschieden. Rudolf Stohl gelingt es nicht, Franz Wittmann zu überholen, nachdem der 8-fache Staatsmeister nach Federbeinbruch 90 Sekunden Strafzeit erhielt. Wittmann bleibt 6 Sekunden vor Stohl und wird Gesamtfünfter. Das wäre ganz knapp, um ein paar Sekunden. Steht fest. Auch Alois Pfeiffer wird im kommenden Jahr in die Gruppe A wechseln. Wir stehen nächstes Jahr mal auf der Toyota Gruppe A. Warum? Ja, es ist so, dass wir von Opel nicht unterstützt werden. Die unterstützen wir heute in Österreich und das ist für uns dann nicht tragbar. Mit der Semperitrallye wurde heute die österreichische Meisterschaft abgeschlossen. Der Höhepunkt zweifellos Walter Röhrls Demonstration. Deutsche Weltmeister Walter Röhrl gewinnt den letzten Rallye-Staatsmeisterschaftslauf von Österreich. Die Semperitrallye mit klarem Vorsprung auf seinem neuen Audi Sport Quattro S1.